Hallo liebe Freunde des gepflegten Let's Plays, herzlich willkommen zurück zu DotHack2U Volume 1 Rebirth. Joa, wir haben jetzt noch eine Side-Mission offen, hier mit Pi und Kuhn, da wollen wir auch gleich mal hintigern. Ich habe die beiden mal spaßeshalber auf Level 50 gebracht, ein paar Mecha-Grunties auf dem Weg und ein paar Glückstierchen auf dem Weg, alles wie gehabt. Joa, und wenn wir diese Mission hier beendet haben, dann können wir uns auch schon dem Kampf gegen Endran stellen. Um die Meisterschaft in der Dämonenarena. Juhu! Und, ja, dann muss ich überhaupt mal schauen, wie viel noch zu spielen ist, wenn ich ehrlich sein soll. Aber zunächst einmal das fröhliche Questen. Das Labyrinth des Vogelmonsters steht an. Besiege das Vogelmonster Zunderschwinge, das in dem Labyrinth haust. Natürlich. Ein Text der Weisheit gibt es als Belohnung. 37, empfohlene Stufe. Ja, wir sind alle 50. Sehr schön. So. Jetzt faselt er da wieder seinen Text runter. Ich bin mal gespannt, wer da jetzt der Auftraggeber ist, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet. Ach du schon wieder. Hallo. Hört mir bitte zu. Mein Freund Pockel ist ein echter Schwächling, aber er möchte gerne ein Abenteurer werden. Er verbringt seine Zeit damit, in Dungeons zu gehen und so zu tun, als sei er auf einer Quest. Und das, obwohl ich ihm sage, soll er aufhören, weil es zu gefährlich ist. Ach, schade, du hast schon einen Freund. Och, Mensch, immer die Guten sind immer schon weg. Vor nicht allzu langer Zeit wurde er von einem riesigen Vogelmonster angegriffen und ist dabei fast fast getötet. Entschuldigung. Glücklicherweise konnte er unverletzt entkommen. Aber jetzt will Pockel es dem Vogel zeigen. Er will sich an ihm rächen. Ich habe ihm zugehört und die Einzelheiten erfahren. Das macht man aber auch nicht so ohne weiteres. Es hat sich herausgestellt, dass der Vogel eigentlich ein schreckliches Monster namens Zunderschwinge ist. Ich habe Pockel gesagt, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann. Aber er glaubt mir nicht. Er ist schwach, aber er ist stur. Darum benötige ich eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr vor Pockel in den Dungeon geht und dort Zunderschwinge besiegt. Wird gemacht. Hübsche Lady. Für so eine hübsche Lady mache ich doch alles. Fast alles. So. Zurück zum Dom. Und dann rein ins Gebiet gleich. Habt ihr alle Big Mans Flugblatt? Ja, du hast was. Den Namen konnte ich mir schon irgendwie merken. Du hast ihn auch schon, weiß ich. Kazuki, du auch? Yep. Okay. Ab geht's. Labyrinth des Vogelmonsters, ja. 37, total lahm. Und das Labyrinth entpuppt sich dann auch als Tempel. Naja, egal. Wird ja wohl keine Falschinformation gewesen sein von dieser hübschen jungen Dame. Ich bin immer noch ganz. Weiß ich nicht, wie soll ich sagen? Ich hätte fast gesagt amortisiert, aber das ist ja was anderes. Wer ist das denn? Ist das dieser Pockel? Ah, anscheinend. Das ist dein Freund? Mhm. Nee. Hä? Solo ja nee ka. Ude ni jishin ari tte toko ka. Ja. Are wa. Yabai zo. Sukegachi shio. Ah, Kuhn schon wieder. So, was haben wir denn hier? Chicky-Papas? Jawohl, die kriegen wir ganz einfach vom Himmel gepflückt und die sind auch schon fast Geschichte. So. Das hättest du auch selber lösen können, unbekannte Dame. Oh, du alter Schwerenöter, du. Gleich wird Pi wieder sauer. Tja, das bist du nicht gewohnt, wie? Ja, sie kennt dich nämlich noch nicht.
Also wer darf hier wieder zur Hilfe schreiten? Natürlich wir. Ist ja klar. Und nebenbei noch so ein Vogelfiech erledigen, ne? Super toll. So, jetzt muss ich auch mal darauf achten, dass ich versuche, alles mitzunehmen in diesem Dungeon und nicht gleich wieder... ja, man steht natürlich hier mal so vor der Wahl, wo man hingehen soll. Aber nicht gleich wieder alles auf einmal mitnehme hier. Was rede ich für ein wirres Zeug, dass ich nicht hier den falschen Weg nehme und einige Sachen nicht erkunde oder einige Sachen, einige Räume nicht erkunde. So. Gut. Wir sind nur des Geldes wegen hinter euch her und weil ihr halt da seid, Schickipapas, ne? Aber letztendlich kann mir selbst die Bewertung jetzt so schnurzpiep egal sein mit Stufe 50. Ist es aber nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist einfach der Drang, hier alles auf 100% zu spielen. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja immer noch zwei Teile der Trilogie vor mir habe. Nun gut, wir werden sehen. Achso, das trifft sich in der Mitte wahrscheinlich, ne? Das ist ein zusammenhängendes Gebiet, meine ich, ja. Ah, die kennen wir, glaube ich, noch nicht, die Feinde. Glaube ich. Auf jeden Fall kein... Überraschungsangriff so ohne weiteres möglich. Ach so, und ich habe die letzte Fähigkeit hier, Hasios Langschwert gekriegt, den Knochenzerschmetterer. Ja, dann können wir hier vielleicht nochmal lang. Ich glaube, da war ich denn ja noch gar nicht. Doch, alles gut. Ja. Oi, oi, mata ka yo. Tasuke yo. Warum wandert sie hier eigentlich? Ich meine, sie kann sich doch jetzt auch ausloggen. Warum lockt sie sich denn nicht aus, wenn sie so schwach ist, wie sie denkt? Da steckt doch bestimmt mehr dahinter. Ein Experience-Punkt. Ja, gern geschehen. Matta, matta! Choimachi! Kimi no Level ja, hitori de kono dungeon urotsuku no wa mubou tte mon da ze. せめてパーティーで挑戦しないと。いないもの。え?パーティー組んでくれる人なんていないもん。よし、わかった。じゃ、俺たちと一緒に行こう。そうしよう。そうに決まった。おい。あ。君みたいに魅力的な女性が Ja, und das machst du ganz uneigennützig gut, ne? Ist klar. Ja, natürlich. Deine Überzeugung mit dich kennen. Da beißt er auf Granit, der gute Kuhn. Ja, oder einfach nur vernünftig. Okuyukashii josei to mita.
So, aber wir sind dennoch unser wahren Questchen noch nicht so wirklich näher gekommen. Wo gehen wir mal lang? Ich gehe mal links rum erstmal. Weil es gilt ja noch so ein Federvieh hier irgendwie platt zu machen. Ja, Überraschungsangriff? Jo. So. Ah. Ist egal, ich gehe jetzt einfach hier mal meines Weges. Völlig schnurzpiep, egal wo ich lang gehe eigentlich. Mit dir wird es nie langweilig, ja, ja. Mit dir auch nicht, Kuhn, das hat man ja eben gesehen. Ist sie das schon wieder? Ja, dann möchte ich da noch nicht lang. Dann möchte ich erstmal da oben rechts gehen. So viel Zeit muss jetzt auch noch sein. Schade, dass man hier kein Motorrad fahren kann. Warum eigentlich nicht? Sind hier keine Fahrzeuge erlaubt wegen der Abgasbildung oder wie? Hm. Muss man mal die Programmierer von The World fragen. Ne, okay. Und es ist gar nichts hier. Warum renne ich denn das ganze Stück jetzt hier? Ist ja auch frustrierend. So, weiter. Und ich hoffe mal, dass in den nächsten beiden Spielen mal andere Dungeon-Settings sozusagen in Gebrauch kommen, weil so ewig nur Feld, Dungeon oder diese Tempelanlage finde ich dann doch ein bisschen langweilig. Aber das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass ich das Spiel irgendwie schlecht fand, weil ich muss jetzt mal kurz hier was zum Besten geben, deshalb bleibe ich stehen. Das Spiel ist wirklich nicht schlecht, das macht mir wirklich noch Spaß. Es ist eigentlich selten, dass ein Spiel mich so lange denn auch wirklich bei Laune hält. Gerade bei RPGs spielt man ja viele nachher nur noch, um das irgendwie durchzukriegen. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Egal, wir machen mal weiter. Ja, mata atta ne. Sekkaku onaji dungeon ni iru nda kara sa. Sukoshi gurai hanashi o shiyou ze. Ne? Ii desho? これで決定。でも、なんでそんなにこのクエストにこだわるわけ?そうじゃなくて、レアアイテムが欲しい。レアアイテム?私のクラスでザワールドが流行ってるの。ああ、hast dich nur eingeloggt, um hier so eine Trophäe zu bekommen, ne? へえ、クラスで。 ゲームとかにあんまり興味なかったから、ゾーンゲーム始めてまだ1週間も経ってないの。それでなんだかみんなにいろいろ自慢されて、珍しい武器とかアイテムとか、私始めたばかりだから何も持ってなくて、それで悔しくなって。 Aha, daher weht der Wind also. Okay, anscheinend ist sie ihm etwas zu jung, wie es scheint. Ach, dann war das hier wohl ein japanisches Wort für Schulsport in der Grundschule.
Weil ich meine, Sportunterricht ist ja nun auch in der Oberstufe, denke ich mal, dass das heute noch so ist. Also zu meiner Zeit war das noch so und so lange ist das jetzt auch noch nicht her, wirklich. Oh! Na, Kuhn. Schöne Scheiße. いくらクーンでもリアルが小学生じゃどうしようもないわね。じゃあ私先に行くから。いや、だ wird dich Kuhn jetzt auch nicht mehr dran hindern。な、待て。Tja, das ist der Nachteil beim Online-Gaming.Ich denke mal, wir werden auch gleich noch eine Ebene tiefer gehen müssen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass das nur so ein Ein-Level-Dungeon ist. Kann natürlich auch sein, aber... Ah, da ist ja schon der Vogel. Omatase! Betsu ni matte nai desho? Are aite ni, hitori ja muri muri. Koko wa orera ni makasete.君は後ろで見物してな。お？おい、下がれっつってんだろうが、邪魔だぜ。油断しないで。Oh oh, ganz amtliche Musik bricht hier aus. Aber das soll uns nicht stören, denn wir sind sowas von mächtig, dass Zunderschwinge auch jetzt schon besiegt ist. Tschüss, Zunderschwinge, war wirklich ein kurzes, aber heftiges Vergnügen mit dir. Seegi wa katsu! Nante ne. Nixenträne, oho. Oha, kore, iin janai?一見試作的だが、うちに情熱を秘めている君には、こういうアクセサリーがぴったりだな。レア度も高いし、クラスのみんなに自慢できるぜ。いいの？当然。私、受け取れない。え？どうして？助けられてばっかで、何さっきも怖くて全然動けなかったし、アイテム受け取る資格なんかないよ。何か勘違いしているようだけど、君のおかげでさっきはすごい。Also dürfen wir im Endeffekt den Gegenstand bestimmt wieder behalten? 君が逃げ出さずに立っていてくれたから。モンスターの注意をそっちにそらすことができたんだ。おかげで俺たちの攻撃入りまくり。見てたでしょ？気づかなかった？そうなの？そうだよ。初心者でボスモンスターにビビらずに踏みとどまるのって勇気いるよ。うん。それだけでもすごいことだよ。だから。Er kann es auch irgendwie nicht lassen, sich da irgendwie einzuschleimen, selbst bei Kindern.Der Wüstling, der. Do? Ukedoru Shikaku wa juubun ni aru desho? Arigato, Oni-chan. Atashi, nanka. Arigato gozaimashita. Ist ja gut. Das macht Kuhn aber wirklich nicht bei jedem, glaube ich.Und tschüss. よくまあ出まかせ思いつけるもんだな。Ja, allerdings. 戦闘中に動けなくて貢献だと？せっかくザワールドに来てくれたんだしさ、楽しんでほしいじゃん。それよか、勝手にアイテムあげちゃって悪かったな。別に、つうか。くん。くん。
Anta, Lorikon datta no? Ja, Piep passt das natürlich mal wieder überhaupt nicht in den Kram. Real Schulgakusei ni Approach nante. Ano na. Real ga Schulgakusei daro ga, kankei nai daro. Ore wa subete no josei PC no mikata. Chotto kun? Oh. Und wir sind wer, bitte? Ah, Kimitachi. Ah, wahrscheinlich so entfernte Liebschaften von Kun jetzt noch. Taun da anata no sugata o mikaketa kara gōryū shiyō to omotte otte kita no. Sakki no ko shōgakusei nan de shō? Nicht gut, Kun. Sentō no tokoro kara zenbu misete moratta wa. Was ist da mit deiner Hand passiert, Links? Ach so, verstehe. Sie verschränkt die Arme so. Okay, ich dachte, alles klar, okay. War kurz verwirrt. Kodomo ni te o dasu yō na hito datta nante. Genmetsu. Tja, Kun, das war wohl nix. Bist du einmal freundlich, kriegst du schon deine Quittung für jetzt. Ikimashou. Chotto matte! Gōkai datte! Tja. Das ist schlecht für dich. So iu koto mo aru yo na, Onii-chan. Ki o otosanai de, Onii-chan. Ora, hekonde ne de kaeru zo. Tja, Quest abgeschlossen, würde ich mal sagen. Und wir hinterlassen einen seelisch völlig verwirrten Kun. Kehre zum Questshop zurück. Ja, das ist unwichtig. Da werden wir EPC kriegen oder sowas. Na, B immerhin. Und leckere Waldgeisttropfen gibt es noch oben. Obendrein. Hätte schlimmer kommen können. Gut, er wird jetzt ja wieder automatisch zum Questshop zurückkehren, der gute Hasio. Fertig, bla bla bla, genau. Ach, jetzt kommt sie wieder. Mein Augenstern. Arigato. Wow, ihr habt Zunderschwinge besiegt. Erstaunlich. Ihr seid wirklich wahre Abenteurer. Pockel wird ziemlich sauer sein, aber ich bin erleichtert. Ich frag mich, wie dieser Pockel aussieht. Naja. Könnt ihr mal was drunter schreiben, wie ihr glaubt, dass er aussieht. Ich mach dann so eine Versteigerung für das beste, oder was heißt Versteigerung, so ein Gewinnspiel für das beste Pockel-Porträt, was ihr mir malt. Aber ich bin erleichtert. Ihr könnt eure Belohnung später im Questshop abholen. Danke euch. Ja, der Questshop ist ja auch nicht gerade weit weg. Ja, mach mal gute Miene zum bösen Spiel, Kun. Ja, die war wirklich nicht schwer, das stimmt. The World を楽しんでくれただけで上出来。本当。お、カツラ、意外。本当、途中までは良かったんだよな。なんであんな落ちになっちゃったのかな。Ja, ist ja jetzt gut. Jetzt haben wir die Quest geschafft. Das ist erstmal wichtiger. 理不尽だよな。Wir kriegen ja jetzt auch noch so einen Text der Weisheit, glaube ich, dazu. Ist ja auch nicht so schlecht.Quest abgeschlossen, zack, Amtsstempel drauf, Text der Weisheit, genau. So, und damit haben wir alle Quests, die bis jetzt uns gestellt wurden, auch geschafft. Joa, bringt es was, wenn ich jetzt den Text der Weisheit hier benutze? Erhöht magischen Angriffswert um 3. Nee, das gebe ich lieber Jasper oder so später.Gut, hab ich denn jetzt sonst noch was zu tun? Weil ich schaue hier gerade mal auf den Timer. 25 Minuten knapp. Da würde das ja jetzt eigentlich nicht wirklich Sinn machen, noch eine neue Folge anzufangen, ne? Ja, wisst ihr was? Dann gehe ich mal ganz kurz zurück zum Dom und gehe mal zurück ins, auf den Desktop. Und will da mal schauen...ob ich da irgendwas machen kann, weil mit Pi und Kun habe ich ja auch, glaube ich, noch nicht alle die komplette Beliebtheitsskala voll.
sondern könnte dann noch ein bisschen besser werden. Ich mache das jetzt bewusst hier im Dom, weil dann kann ich später hier einfach zurückkehren und das speichern. Ja, überschreiben wir den mal. Kurz noch speichern und dann können wir gleich wieder hier zurückkehren. Also erstmal schauen nach den E-Mails, die ich gekriegt habe, eventuell, und ich verschicke gleich ein paar Karten, genau. Ausloggen. Ah, ich habe sogar eine E-Mail gekriegt. Von Kuhn. Ah. Antwort auf Respekt. Oh, da kriegen wir auch schon eine Zulangserhöhung. Sehr gut. Ja, das Leben ist besser, wenn man Spaß hat. Man muss immer hart dran arbeiten, um das zu erreichen. Es ging wohl von da an bergab, als meine Freundin in der Oberstufe mich abgeschossen hat. Ach, er erzählt hier immer so ein bisschen von seinen verflossenen Liebschaften irgendwie. Keine Prinzipien. Also, weil du keine Prinzipien hast. Egozentrisch. Nö, unfreundlich. Wie war deine Oberstufenfreundin? Wie war die? Was meint Haseo denn jetzt damit? In der Horizontalen oder wie? Also, naja. Gut. Ich könnte ja eigentlich auch mal eine andere Hintergrundmusik machen oder sowas. Mal gucken, was ich. Vielleicht habe ich ja da was dazu bekommen. Da. Mal schauen. Erstmal nach dem Hintergrund gucken. Ah. Entes Abenteuer. Kunstraum, es ist hübsch. Ja, ich finde diese Szenen aus dem Spiel finde ich dann doch besser irgendwie, ne? Als diese handgezeichneten Dinger irgendwie, aber das ist auch eine Geschmackssache. Oh, Haseo. Kätzchen Haseo. Oh, sieht aber nicht aus wie ein Kätzchen. Naja. Gabi, bla bla. Schimpfritt. Ja, die armen Schimpfs tun dann schon leid. Schwarzer SK. Das war doch der Vogel. Das war der Doppelgänger. Genau. Ja, den haben wir besiegt. Da ist er nochmal. Die sagen mir jetzt alle nicht so zu. Den hatte ich ja, glaube ich, mal, ne? Ganz am Anfang. Ich kann mich auch gar nicht mehr entsinnen. Das ist Tri-Edge. Das finde ich cool, eigentlich, das Bild. Gut, egal. Da sind auf jeden Fall noch eine Menge freizuschalten. Schade, dass man die immer nur ändern kann und nicht, so ein Preview machen kann, ohne die jetzige zu, die jetzige abzuwählen. Ja, nehmen wir mal die. Die ist auch heiter und fröhlich, das passt mir. So, joa. Dann könnte ich mich ja jetzt eigentlich mal zurück in die Welt begeben. Und mal schauen, ob ich jetzt alle Quests gemacht habe auch. Wie gesagt, bei Mecha Grunty und den Glückstier-Heini, da war ich schon. Da ist nichts Neues dazugekommen, weil eben im Dungeon war da ja nichts. Hab ich denn noch irgendwelche Sachen, die ich noch nicht aufgerufen habe? Nö. Das war's eigentlich. Joa, dann würde ich sagen, eine etwas kürzere Folge heute. Die würde ich dann hier mal beenden, weil dann können wir uns beim nächsten Mal voll und ganz dem Kampf in der Arena gegen Endrance widmen. Und da werden ja bestimmt wieder so einige Cutscenes dazwischen sein, und das hätte den Rahmen jetzt doch etwas gesprengt. Gut. Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht, obwohl es eine etwas kürzere Folge geworden ist. Ja, nächstes Mal geht es dann schnurstracks weiter mit dem Arena-Kampf. Ich möchte auch mal gerne sehen, wie weit es danach noch generell weitergeht mit diesem Spiel. Allzu weit sollte das nicht mehr sein, wie gesagt. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Dottech GU Volume 1 Rebirth. Ja, vielen Dank fürs Schauen. Und ich würde sagen, bis dann!